Ich stieg in das Flugzeug. Meine Gedanken waren noch immer bei dem Polizisten am Schalter, als er sagte: Gott sei Dank, wir haben einen weniger. Ich habe ihn natürlich mit Hass angeschaut. Sozusagen ein Gefühl, das uns beide berührte. Dann ging ich zum langen Flur, wo ich der Anzeige folgte. Richtung und Tafel sind verwirrend. Ich habe nur eines gesucht, die Tür nach draußen. Ich bin vorher noch nie auf einem Flughafen gewesen, noch nie in einem Flugzeug. Darum war mir unklar, wie ich mich verhalten sollte. Aber nur eines, meinen Reisepass, sollte ich nie verlieren. Insbesondere nicht jetzt im Flughafen. Aliyah, ein königlicher Name. Schön und mächtig ist sie, aber trotzdem wollte ich weg von dort. Aliyah, Aliyah. Aliyah, das ist der Flughafen von Amman, von Jordanien. Und Aliyah ist die Königin, die Mutter von König Abdallah und die Frau von König Hussein. Okay. Und darum der Airplane. Ja, der heißt so. Heißen sie Aliyah. Okay. Aliyah. 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 Mhm. Aliyah, ein königlicher Name, schön und mächtig ist sie. Aber trotzdem wollte ich weg von dort. Ich gehe weiter und weiter, bis ich mich in einer geräumigen Halle wiederfand, mit großen Fensterscheiben. Man konnte viele Flugzeuge sehen. Eines wollte ich ins Auge fassen, die sudanesische Maschine, weil sie meine rettenden Flügel darstellte. Ich gehe durch die Türe und schaue nicht nach hinten. Gehen ohne Abschied. Weg. Weg. Alles andere überlasse ich dem Schicksal und setze mich auf meinen Platz. Ich hatte mir einen Fensterplatz gewünscht. Die schöne sudanesische Flugbereiterin weist mir meinen Sitzplatz zu. Also du hast dich zuerst gesetzt und dann hat die schöne sudanesische Flugbereiterin dir den Sitzplatz zugewiesen. Hast du dich falsch hingesetzt? Ja. Du hast dich falsch hingesetzt, okay. Weil du wolltest am Fenster sitzen, genau. Aber es war kein Fensterplatz. Oder? Ich habe gedacht, das ist wie im Bus in Bagdad. Du setzt dich, wo du willst. Okay. Also die schöne sudanesische Flugbereiterin weist mir meinen Sitzplatz zu. Ich hatte mir einen Fensterplatz gewünscht. Der Pilot hat uns in zwei Sprachen begrüßt und wünschte einen angenehmen Flug. Die Sicherheitsmaßnahmen wurden angedeutet und danach der Pfeil, der alle anwies, sich anzuschnallen. Die Motorengeräusche lösten ein komisches Gefühl in mir aus. Bis zu diesem Moment war ich nie zwischen Himmel und Erde gewesen. Viele Gedanken durchkreisten meinen Kopf, sodass ich sogar meine Flugangst vergaß. Die Maschine startete und fuhr so schnell, das war einfach ein eigenartiges Gefühl, das ich nicht beschreiben kann. Es fliegt und ich schaue nur verblüfft. Das war am Nachmittag eines kalten Tages, Ende November 1994. Viele Wolken am Himmel und auch an manchen Stellen ganz grau. Nach 3,5 Stunden Flug landen wir in Khartoum um ca. 18 Uhr. Alle Passagiere hatten sich gefreut, mit einem Applaus dem Piloten gedankt. Wir durften nicht sofort die Maschine verlassen, weil ein offizieller Empfang für eine irakische Delegation, die mit an Bord war, stattfand. Nachdem die Zeremonie ein Ende fand, gestatteten sie uns, die Maschine zu verlassen. Wir gingen zu Fuß bis zur Passkontrolle und zur Gepäcksausgabe. Eigentlich war es sehr warm. Ich hatte einen dicken Wintermantel an, weil es in Amman sehr kalt gewesen war. Jemand wurde auf mich aufmerksam und fragte, ob ich glücklich mit der Temperatur sei. Ich habe seinen Spott verstanden und den Mantel ausgezogen. Ich wusste nicht, wo der Weg nach draußen war. Ich stand immer noch unter Schock. Alles war dunkel. Der Flughafen sehr klein und ohne viel oder komplizierte Sicherheitsvorkehrungen. Auf jeden Fall nicht wie in Amman. Also nur ein Polizist und andere sind in Zivil. Ich suche den Weg nach draußen, da ich kein Gepäck hatte. Ich war schnell auf der Straße, was in mir ein Verzweiflungsgefühl und Unruhe, sogar Angst verursachte. Du kannst immer was sagen, wenn dir was einfällt noch dazu. Ja. Es war dunkel, ich kam mit der neuen Situation nicht klar.
Augenblicklich habe ich die Suche nach einem Taxi begonnen, aber erfolglos, da ich schon zu weit gelaufen war, verloren in Gedanken. Ich musste zurück zum Flughafen, um ein Transportmittel zu finden. Von weit weg sah ich die Scheinwerfer von einem Auto, das mir entgegenkam. Ich winkte das Taxi, stoppte. Ich winkte und das Taxi stoppte. Ich fragte, wo das Zentrum sei, ohne zu wissen, wie viel und welches Geld ich dabei hatte. 50 US-Dollar fand ich in meiner Geldbörse, die mir Ahmed bei Abschied aus Amman gegeben hatte. Von nun an musste ich schauen, dass das Geld nicht so schnell verschwand. Doch der Taxifahrer war sehr freundlich, ein Mann Ende 40. Ich erkundigte mich nach einem günstigen Hotel in Khartoum. Er blickte mich überrascht an und fragte, woher ich komme. Ich antwortete, Irak. Irak. Ja. Irak. Seine Gesichtszüge erhellten sich, er schenkte mir sogar ein Lächeln, welches ich in diesem Moment dringend benötigte. Er fragte, wie alt ich sei. Ich zögerte, hatte immer Angst vor Fragen, antwortete wahrheitsgemäß 22 Jahre. Nervös schaute ich ununterbrochen, wo das Taxi langfuhr. Ich sah keine Werbung. Es fehlten die Lichter, welche die Flughafenstraße, wie mir so oft berichtet wurde, hätten säumen sollen. In der Dunkelheit erreichten wir nach etwa einer halben Stunde das Hotel. Mein Taxifahrer verabschiedete sich herzlich und wünschte mir viel Erfolg. Ich sah dem Taxi nach, wie es sich entfernte, kleiner wurde und schließlich in der Dunkelheit verschwand. Ich war allein. Ich schulterte meine kleine rotbraune Tasche. Mein einziger Besitz waren Zeichnungen, Bleistifte und Wasserfarbe. Mit dieser Tasche hatte ich vor 6 Monaten den Irak verlassen. Damals an der irakisch-jordanischen Grenze fragte mich der irakische Soldat, ob es mein Ernst sei, dass ich meine Ausreise antrete, nur mit dieser Tasche. Er konnte nicht glauben, dass ich nicht mehr besaß, aber so war es. An der Außenfront des Hotels erblickte ich ein Eisengitter und las auf Englisch Willkommen in Al-Sharq Hotel. Al-Sharq. Al-Sharq Hotel. Al-Sharq Hotel. Al-Sharq Hotel, das heißt Sonnenaufgang. Sonnenaufgang, okay. Ja. Willkommen im Al-Sharq Hotel. Ja. Ich ging die Stiege hinauf. Am Ende des ersten Stocks saß ein junger Mann, geschätzte Mitte 20. Er begrüßte mich herzlich. Ich antwortete mit Assalamu alaikum. Ja, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Und fragte, ob er ein günstiges Einzelzimmer für mich hätte. Er bejahte die Frage, das Zimmer kostete 200 sudanesische Dollar. War das viel? Oder? Für mich war alles viel. Ja. Für mich alles viel, auch wenn er gesagt hätte, 10 Dinar, da hätte es für mich auch sehr teuer. Der Mann hieß Abdul Samad. Mhm. War sehr hilfsbereit und stellte neugierig Fragen über den Irak. Wir einigten uns über das Zimmer und den Preis. Er führte mich hin, gab mir den Schlüssel. Ich ging hinein, versperrte sofort die Tür, ließ mich auf das Bett fallen und begann zu weinen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht weil mir klar war, dass es keinen Weg mehr zurück gab. Und das Angst. Ich war in Afrika. Ich würde weitergehen, aber Italien, das ansehnliche Ziel, war so weit entfernt. Dennoch verzweifeln durfte ich nicht. Ich beruhigte mich, angekommen wollte ich hinuntergehen in den Gästesaal, um die Einsamkeit oder das Alleinsein zu überwinden. Auf den ersten Blick wirkte der Saal schlicht. 4 große Sofas und Barstühle, der Fernseher natürlich in der Mitte platziert, um ihn herum die versammelten Gäste wie zu Hause. Die Menschen waren alle Einheimische, kein Fremder außer mir, kein Weißer außer mir. Sie schauten zu mir und ich konnte die Frage, die in ihnen trommelt, spüren. Ein junger Weißer, was macht er da? Vielleicht war meine Frage einfach, ihre nicht. Was meinst du mit ihre nicht? Vielleicht war meine Frage einfach, was macht er da, ihre nicht? Weil da ist es, ich habe das Gefühl, sie wollten fragen, aber es ist nicht so leicht ihnen gewesen, gefallen, dass sie mich fragen, ja. Was machst du da? Okay. Und warum bist du allein? Und wie, was ist dein Ziel? Ja. Und weil
damals Irak und die irakische Bevölkerung sind so beliebt und so, das ist ja nicht normal, dass eine Junge allein in den Khartoum, und Khartoum war nie ein Ziel für eine Iraker. Mhm. Und da habe ich vielleicht ist nur die Gedanke, also gedacht, okay, wie werden Sie jetzt die Frage stellen? Ist das, für mich ist es leichter zu fragen, jetzt ist vielleicht, okay, wer bist du? Was machst du? Aber für Sie ist es umgekehrt. Ich bin der Gast und Sie sind zu Hause. Mhm. Also es ist nur Gedanke, die spielen hin und her, hin und her. Mhm. Ja. Mhm. Ein dicker, weiß gekleideter Mann mit Turban und Brille saß auf dem größten Sofa in der Mitte des Saals. Er blickte mich an und sagte, "Hello, you're welcome in Sudan." Ich weiß bis heute nicht, warum er mich auf Englisch angesprochen hat. Ich schaute ihn an und lächelte freundlich. Er lud mich ein, mich neben ihn zu setzen, aber ich war woanders mit meinen Gedanken. Die Augen auf den Fernseher gerichtet. Der Moderator war ebenfalls weiß gekleidet, auf seinem Kopf saß ein Turban. Er kündigte einen staatlichen Besuch an. Die Zeremonie, der Empfang eines hochrangigen parlamentarischen Besuchs aus dem Bruderland Irak wurde die ganze Zeit übertragen, aber nicht live, weil in der Zeit habe ich mich noch in demselben Flugzeug aufgehalten. Ja, das war so schön und paradox, weil Sie haben immer gesprochen, jetzt gelandet. Echt? Aber du saßt ja da drinnen eigentlich, oder? Ja, also das ist, am Fernsehen haben Sie das jetzt gelandet. Echt? Und da, ich bin im Hotel und es ist dunkel, und das ist im Flug, weil die haben alles... Okay. Aber war es nicht eben, das war dunkel, aber... Ja, wir haben das jetzt im berichtet von dem Saal, von dem Empfangssaal, also im Flughafen. Also da, wo sie gesessen haben und die Empfangen gesprochen. Ja. Also sie haben es nicht die Zeremonie von außen präsentiert. Ja. Also du warst der Einzige, der wusste, dass das nicht live ist, oder? Ja, ich glaube auch. Ja. der Mann hat seine Einladung ein zweites Mal wiederholt. Ich habe sie aus Höflichkeit angenommen. Dann sagte ich, wissen Sie, wir saßen in der gleichen Maschine, die Zeremonie habe ich live gesehen. Es hat nicht lange gedauert, als ich das alles auf Arabisch sagte. Sind Sie Araber? Fragte er. Ja, antwortete ich. Und woher? Irak. Danach war alles anders. Er lächelte voll Freude, stand auf und umarmte mich, als sei ich sein einziger Sohn. Er lud mich auf eine Cola ein und begann mit Stolz zu erzählen, wie sehr er das irakische Volk liebte und achtete und dass es Stolz der ganzen arabischen Nation sei. Unbeeindruckt habe ich ihm für seine Einladung gedankt und ging, weil ich wusste, was danach kommen würde. Was würde danach kommen? Punkt. Ja, dann wird immer über Saddam der Held der Nation, okay. Und politisch und wie Saddam der beste Mann der Welt und ja. Okay, und das wollte ich nicht. Natürlich muss ich vorsichtig sein, ja. Weil da kannst du nicht über Saddam jetzt negativ sagen in solche Länder, weil die verherrlichen, sehr Gott für sie. Ja, und darum stoppe ich immer solche Diskussionen, weil es ist auch gefährlich. Mhm. Weil die Sudanesen damals mit Saddam sehr gut in Connection kann sein, ist es immer. Okay, ja, du bist ausgeliefert. Mhm. An der Rezeption wollte ich mich über alles informieren. Wo könnte ich meine 50 US-Dollar wechseln? Wohin sollte ich gehen, um einen Transport nach Libyen zu finden? Wie lange würde die Reise dauern und vor allem mit was? Ich fragte Abdul Samad, den Hotelangestellten, der mich empfangen hatte. Er wusste nicht viel, hatte aber vermutet, dass es nur einen Weg gab. Wie ich schon vorher gewusst hatte, gab es keine Flugmöglichkeit, da die UNO ein Embargo über Libyen verhängt hatte. Okay, die einzige Alternative über oder durch die Wüste war ein langer Weg, gefährlich dazu. Aber es war ein Weg und ich hatte keine andere Wahl. Nach fast einer Stunde, die wir brauchten, um den Weg zu finden, erklärte er sich bereit, mich an den Ort, den sogenannten Busbahnhof, zu begleiten. Wir würden direkt nach dem Frühstück aufbrechen, weil Abdul Samad danach auf die Uni musste. Ich bedankte mich bei ihm und ging auf mein Zimmer, in der Hoffnung schlafen zu können, aber die Aufregung
Und auch die Angst waren sehr unangenehm, sodass ich die ganze Nacht wach blieb. Am nächsten Morgen habe ich mich geduscht und wie jeden Tag in der Früh, das Morgengebet war zum Ritual geworden. Danach machte ich mich fertig und verließ mein Zimmer fürs Frühstück. Abdul Samad war längst wach. Guten Morgen, sagte ich und fragte nach dem Frühstücksraum. Abdul Samad sagte, auf dem Dach des Hotels. Stiege rauf. Eine kleine, schmutzige Küche. Der Koch bringt eine Tasse Tee, zwei gekochte Eier und sudanesisches Fladenbrot. Bism Allah al-Rahman al-Rahim. Ja, das ist ein Satz, musst du sagen, bevor du Essen beginnst. Also das ist, was? Den Satz muss man sagen? Muss man sagen. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Was heißt das? Im Namen Gottes fange ich an. Mein Essen, ja, meine Mahlzeit. Vor jedem Essen oder nur vom Frühstück? Essen, Wasser trinken, das ist alles mit Segnung Allah. Muss sein. Mhm. Und am Ende, wenn man fertig ist, dann sollte er dann sagen, Alhamdulillah. Das Ritual vor dem Essen. Nachdem ich fertig gegessen hatte, bin ich hinunter zur Rezeption und wie abgemacht gingen wir zu Fuß. Erst zur Bank, danach zum Bahnhof. In der Bank saß ein weißer Mischling hinter dem Schalter. Das war meine erste Überraschung, ein weißer Mensch. So etwas geht auch. Als wir die Bank verlassen haben, sind wir zu dem Bus gelaufen, der einen zum anderen Teil der Stadt bringen sollte. Das war ein schönes Erlebnis gewesen, wie der provisorische Bus gemacht wurde. Und wenn jemand aus dem Bus aussteigen wollte, wurde nichts gesagt, außer ein Geräusch mit dem Zeigefinger und dem Daumen, das wie ein Klatschen klingt, sozusagen. An dem Busbahnhof waren wir wenig erfolgreich und enttäuscht, als der Agent der Transportfirma uns erzählte, dass keine Ausreise möglich sei bis Mitte nächster Woche, aus dem Grund, dass ein Bus mit der gesamten Besatzung und Passagiere in der Wüste verloren gegangen. Die Wüste ist ein Meer aus Sand. Er hatte gemeint, zu viele Hoffnungen im Sand seien versunken. Oder wie habe ich das richtig verstanden? Ja, also Hoffnungen von Menschen. Menschen, die, also es gab viele Karawanen und in der Wüste, die sind verloren und dann Menschen auch gestorben. Und darum die Hoffnung von den Menschen, die sind in den Sand auch mitgegangen. Also und das hat er gesagt, oder? Ja. Ja. Weil dann man sagt, so viele junge Männer, Sudanese gehen dann arbeiten nach Libyen oder woanders. Und da, wenn sie nicht zurückkommen, diese Hoffnung von besseres Leben. Ja. Das ist genau dasselbe, wiederholt sich ihm, auch jetzt, im Meer, wo die Schiffe sinken, also da viele Hoffnungen, weil man bewegt sich von A bis Z mit der großen Hoffnung, dass es ein besseres Leben kommt und ein sicheres Leben. Ja. Und das Leben leider oft wird beendet, bevor es begonnen hat. Die Wüste ist ein Meer aus Sand. Das, wie ich das erste Mal gelesen habe, habe ich so richtig begriffen, was das heißt. Also ja. Das ist die Wüste. Mhm. Ja. Also dass das ja wie das Mittelmeer ist, im Grunde. Ich habe sowas noch nie gesehen. Also so eine breite Sahara habe ich. Ich bin aus Bagdad. Sowas gibt es nicht. Sowas gibt es nicht. Du hast Tigris und du hast normale, wie in Wien. Aber die Wüste an sich, die Sahara, du kannst tausenden Fotos anschauen. Aber dass du mittendrin bist, das ist komplett anders. Verstehen wollte ich nicht und Mitleid, weder mit dem verschollenen Bus noch mit mir. Ich bedankte mich mit einem optimistischen Lächeln. Abdul Samad war sehr besorgt um mich, so etwas hört man nicht gern. Ein Versuch, mich von der Reise abzuhalten, war nicht möglich. Zurück im Hotel, mein Geld schwindet langsam und die Frage nach einem anderen Hotel wird immer lauter. Nach 4 Tagen war mir klar, dass ich handeln musste. Billiger, sehr billiger soll das Hotel sein. Wohin ich übersiedeln könnte, fragte ich Abdul Samad. Ja, sagte er, da gibt es eins. Heute Mittag zeige ich es dir. Am Mittag, als er von der Uni wiederkam, fand er mich im Warteraum. Ich schaute auf die Tagesnachrichten in der Hoffnung, dass das Ausreiseverbot aufgehoben wurde. Wie naiv war ich.
Solche Sachen interessieren die anderen nicht. Es wurde nichts gesagt, außer den politischen Ereignissen des Tages, was uninteressant war. Ich war müde. Irgendetwas musste jetzt geschehen, sonst würde ich auf der Straße landen. Geld hatte ich nicht mehr viel. Die Suche nach einer billigen Unterkunft sollte spätestens am nächsten Morgen stattfinden. Nach kurzer Zeit habe ich mit Hilfe von Abdul Samad eine Pension gefunden, die einen vernünftigen Preis angeboten hatte. Da ich bis 11 mein Zimmer im Al-Shark-Hotel verlassen musste, habe ich mich schnell für die Pension entschieden. Ein Bett im Mehrbettzimmer, 15 Betten, die niedrig sind, aus billigen Federn, die bei jeder Bewegung eine schreckliche Melodie erzeugen. Die Bettwäsche stinkt und die Decke erinnert mich an die Militärdecke, die mein Vater aus der Militärakademie mitbrachte, stickig und kratzig. Am Abend konnte ich nicht schlafen. Entweder wegen der Schlacherei oder von dem Geruch, der nach jedem lauten Furz nahe meiner Nase bricht. Eines späten Nachmittags saß ich draußen vor der Pension mit ein paar Sudanesen, die mir vieles berichteten. Einer offenbarte seine Liebesgeschichten. Er schenkte mir sein Vertrauen und wollte mir beibringen, wie ich die Herzen sudanesischer Frauen gewinnen könnte. Es war eine schöne Diskussion, aber meine Gedanken waren woanders, bis ich zwei Männer sah, die durch ihr Aussehen auffielen. Irak, dachte ich. Sofort habe ich mich bei meinem Gesprächspartner entschuldigt, folgte den beiden und sprach sie an. Die ganzen Reisekosten hatte mein Freund Ahmed Hashin übernommen, als ihm klar wurde, dass es für mich keinen anderen Ausweg gab, da meine Aufenthaltsgenehmigung in Jordanien abgelaufen war. Ahmed hatte es geschafft, innerhalb kurzer Zeit Bilder zu verkaufen und dadurch erhielt ich mein Flugticket und Taschengeld. Ich will gern an die Namen der zwei Männer, die mir geholfen haben, erinnern. Ich habe sie durch Zufall getroffen, als ich eines Abends vor der Pension saß. Sie waren dann auch mit an Bord. An Bord heißt es Es ist kein, klassischer Bus, wie wir wissen, von Reisen. Okay. Das ist eine LKW, ja. Transport-LKW, ja. Wurde ja. Umfunktioniert ja. Mit Sesseln, also im Auto. Eigentlich wurde vorher verwendet für Tiere transportieren. Und jetzt, wo der Geschäft gut ist zwischen Sudan und Libyen, über die Sahara, haben sie das umfunktioniert für Menschen. Und ja, wurde dann für die Transport, die Reisende nach Khartoum. Okay. Ja. Mhm. Okay. Mhm. Und das ist, glaube ich, wenn ich eben, das ist Mercedes-Benz, also diese ganze deutsche Mercedes. Ja, ja, okay, ja. So alte, oder? Ja, ja, ja. An Bord bin ich mit den beiden zum Reisebüro gegangen, um einen Platz zu reservieren. Ich erkundigte mich bei dem Agenten nach den Kosten und wie lange die Reise dauern würde. $30, antwortete er. In dem Moment habe ich mir keine Gedanken gemacht, dass es nicht klappen könnte. Nachdem ich mein Geld gezählt hatte, antwortete ich mit der Frage, ich habe nur 27 US-Dollar, geht das? Er schaute mich ganz kurz an und sagte, ja, aber oben auf dem Dach mit dem Gepäck. Ich drehte mich um und werfe einen Blick auf den Bus, besonders zu dem Dach des Busses. Ja, sagte ich und lächelte vor Freude. Die zwei Männer waren eigentlich überrascht über meine Entscheidung und sie versuchten mich zu überreden, dass sie mir das fehlende Geld zuschießen. Ich sagte nein, das sei okay, ich würde es so natürlich genießen. Mein Abenteuer hatte begonnen. Der Agent hat sofort das Geld verlangt mit meinem Reisepass. Alles ist festgehalten. Name, Geburtsort und Datum. Er gab mir meinen Reisepass zurück. In einer Stunde würde es losgehen, 9 Uhr am Morgen. Nach einer halben Stunde kam er zu uns und sagte, dass er uns was zu sagen hat. Ja, okay, was ist los? Fragten wir. Wir brauchten eine Ausreisegenehmigung von der Ausländerbehörde. Nur dann dürften wir mitfahren. Wir waren sehr aufgeregt, aber auch verärgert, weil wir nicht wussten, wohin wir dafür gehen mussten. Wir nahmen ein Taxi. Das brachte uns zu einem Amt, das eigentlich ausschaute wie eine Polizeistation. Aber die Mitarbeiter waren freundlich und haben unseren Fall schnell erledigt. Zurück so schnell wie möglich zum Bus. Der war bereits abfahrbereit, sie haben nur mehr auf uns gewartet. Eine kleine Änderung habe ich jedoch bemerkt, dass ich nicht allein auf dem Dach des Busses sein würde.
Ein sudanesischer Mann, der zu spät gekommen ist, war ebenfalls dort. Ich war erfreut. Allah barakat Allah, sagte der Fahrer. Allah barakat Allah. Das sagt er. Das ist ja auch mit Gottes Hilfe und Segnen werden wir starten. Allah barakat Allah, sagte der Fahrer. Er und seine Gehilfen stiegen ein. Gehilfen, was ist man da anders? Assistent. Assistent. Ja, Co-Pilot. Also die auch gefahren sind. Ja, weil er darf nicht allein fahren. Aha. Muss eine Co-Pilot. Muss auch zu dem Flugzeug. Ja, weil der Weg dauert lange. Der kann nicht allein fahren. Dann muss er immer schlafen und sie wechseln. Weil der Weg so zwischen 7 bis 15 Tage. Ah ja, okay. Ohne Pause, oder? Naja, die fahren täglich so ungefähr, glaube ich, 18 Stunden fahren sie oder sowas. Mhm. Weil wir machen nur Rechnungen bei Pausen. Mhm. Also Mittag Frühgebet und dann Frühstücken und dann Mittagsgebet und dann Sonnenuntergang. Und das war's. Und dann fahren sie weiter. Die Fahrt ins Ungewisse begann. Aber Entdeckungsmöglichkeiten machen das Abenteuer. Vom Dach des Busses sehe ich klar und vor allem ist es nicht so stickig wie drinnen im Bus. Ich war sehr aufgeregt und wollte alles ins Auge fassen. Ich fixierte meine Augen nie auf einen Punkt oder in eine Richtung. Wir fuhren durch Khartoum. Die Häuser, manche im Kolonialstil, waren dunkel, als auch die Bäume waren dunkelgrün. Der Sudanese schlief ruhig und gelassen seit Anfang unserer Fahrt. Bevor er einnickte, sagte er, dass eine solche Reise alle 2 Monate unternimmt und tauchte in seinen Schlaf ein. Gut, dachte ich, weil ich war jetzt allein und ich wollte auch Zeit zum Nachdenken haben. Was? Wohin? Ich kannte niemanden in Libyen und Geld für eine Wohnung hatte ich auch nicht. Watik und Ali. Mhm. Ich hatte keine Ahnung, wo sie sich in Libyen befanden. Ich weiß nicht einmal, in welcher Stadt. Es war ein guter Tag, nicht so heiß wie der Tag zuvor. Die Straße verlief entlang des blauen Nils. Ich blickte auf ein Boot mit weißem dreieckigem Segel. Am gegenüberliegenden Ufer standen viele große Bäume. Wir fuhren leider viel zu schnell. Es wäre schön gewesen, wenn ich die Handbremse hätte ziehen können, um den idyllischen Blick festhalten zu können. Das Segelboot wurde immer kleiner und kleiner, bis es total von der Bildfläche verschwand, wie auch die Farouk-Moschee und die Kathedrale von Khartoum. Eine Straße als Hauptstraße asphaltiert. Ich erinnere mich nicht, wie lange die Fahrt gedauert hat, bis wir Underman, ja, erreicht hatten. Zuvor gab es einen kurzen Aufenthalt, weil der Fahrer irgendwelche Lebensmittel kaufte und die Passagiere auch. In der Mitte einer Verkehrskreuzung stand ein Denkmal aus weißem Marmor. Weiße Hände, die in einer Gebetsposition verharrten. Ein so mächtiges Skulpturdenkmal in der Mitte eines großen Platzes. El Nilay. Nicht wie üblich bei einer Touristenführung wird die Sehenswürdigkeit eines Landes gezeigt. Es hat keine Bedeutung für die Reisenden, aber meine Gedanken, meine Seele sind hängen geblieben, in der Hoffnung, dass ich eines Tages zurückkommen würde. Wir fahren vorbei. Der Busfahrer und die Reisenden kämpften gegen die Zeit, um die nächste Station vor dem Sonnenuntergang zu erreichen. Als es verschwunden war und das letzte Stück einer Asphaltstraße endete, begann meine Reise ins Ungewisse, als die Skulptur, oder was, verschwunden war, oder als es? Ja, also die Skulptur war in meinen Augen und es ist dann verschwand, ja, und wir sind dann, die asphaltierte Straße auch war zu Ende. Als die, weil die Skulptur war so zwei Hände, die beten. Ja. Okay. Also als die Skulptur verschwunden war und das letzte Stück einer Asphaltstraße endete, begann meine Reise ins Ungewisse. Mhm. Also geht's jetzt noch weiter. Ja. 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 Und dann geht's weiter. Dann geht's weiter. Die ganze Reise so in der Wüste hat gedauert, glaube ich, 7
Tage oder 15 Tage, ich weiß es nicht. Mhm. Aber es war sehr spannende, wirklich sehr spannende Reise, weil ich habe auch viele Sachen gelernt, wie man in der Wüste agiert, wenn irgendwas passiert und wie das Essen wird gegessen und wie die Tradition auch, wie sie umgehen mit einem Alltag auf seiner Reise. Ja. Weil zum Beispiel, ich habe nie gewusst, wie man das Essen vorbereitet. Mhm. Ich habe, weil wir gestoppt haben und Essen gekauft, ich habe gekauft Käse und Brot und so. Und die anderen haben alle getrocknete Sachen. Ich habe es nicht verstanden. So, warum kaufen sie die getrocknete Sachen? Aber nur, ich habe niemanden gefragt. Ich habe nur Gedanken gemacht. Was? Und dann das Essen, was ich gekauft habe, war nach einem Tag oder zwei Tagen alles kaputt. Habe ich nicht gegessen, weil es ist warm und so. Mhm. Weil schimmelt und so, alles weggeschmissen. Und da habe ich verstanden, warum haben sie getrocknete Datteln, getrocknete Brot und. Und nach, glaube ich, auch im Umdurman oder nach Umdurman hatte der Fahrer auch eine Schaf gekauft und geschlachtet. Mhm. Und die haben dann auf dem Weg, die haben den Schaf auf der vorderen Seite des Autos aufgehängt. Und ich habe doch nicht verstanden, was machen die da? Da ist kaputt. Und er hat gesagt, na, es wird nicht kaputt, weil der warme Luft, der kommt durch den Pfad und der wird das ganze Schaf trocknen. Ja. Ja. Und da nach Hälfte der Reise, okay, als Feier der Reise, wir haben eine Oase erreicht und in dieser Oase haben sie den Schaf gekocht mit getrockneter Okra und Reis und das ganze Schaf war vorne drauf geklebt, oder wie? Ja, weil die haben geschlachtet und sie haben es ausgeleert. Ja, okay, okay. Inhalt und dann haben sie aufgehängt, ja, ja. Und dann auch echt. Ja, und das war trocken wirklich und das war wie frisch. Das war zum Beispiel eine schöne Erlebnis, nicht für den Schaf, für mich. Das Schaf hat mich wirklich mitbekommen, oder? Ja. Und die zweite Sache auch zum Beispiel, ich glaube nach bestimmt, weiß nicht, auch 10 Tage oder so, der Kuhfahrer ist gefahren und der Hauptfahrer hat eingeschlafen, aber der Assistent hatte den Weg verloren. Mhm. Und da gab im Auto gab eine Passagiere aus dem Irak, eine ältere Herr, Professor in der Geografie und Astrologie und so. Mhm. Und da hat gesehen, dass der Weg anders ist. Also der fährt in. Er hat sich erfahren. Der Assistent ist gefahren und damit hat er, glaube ich, ganze Nacht in andere Richtung gefahren. In die völlig andere Richtung? Ja, völlig andere Richtung gefahren. Und der alte, ältere Herr aus dem Irak hat dann geschrien und geklopft auf den. Der hat gesagt, wir müssen stoppen. Wer? Der Iraker hat dann geschrien an den Autofahrer und hat gesagt, wir müssen stoppen, weil wir fahren komplett. Aber woher weiß man das, dass man nicht mehr kommt? Er hat sein Glück oder unser Glück, er ist neben dem Fenster gesessen. Und er kennt sich aus und sterben. Nein. Okay. Ja. Und da hat er gesehen, dass der Ende, der Richtung hat sich geändert und niemand mehr in Richtung der Sterne, in die Richtung gehen soll. Okay. Und das war eine Rettung natürlich, weil er weitergefahren hätte. Und da hat er gestoppt und dann der Hauptfahrer, dann hat er jetzt noch einmal die richtige Richtung gefahren. Ja. Okay. Ja. Ich habe dann den älteren Herr kennengelernt nachher und bei jeder Pause habe ich mit ihm und seiner Familie Zeit verbracht, weil er hat mich immer auch, weil mein Essen war auch alles kaputt, hat mich immer Essen eingeladen und ja, das war ein schönes Erlebnis. Ich meine, das Erlebnis ist sehr schön, weil auch
die Sudanese auch, sie sind sehr, sehr, sehr freundlich und sie haben immer gesagt, weil ich habe gezeichnet auch viel und sie haben immer gesagt, hey, der... Während der Fahrt, oder? Ja, ja. Okay. Und auch wenn wir sind gewartet oder so, und dann haben wir immer gesagt, komm, du Künstler, komm essen mit. Mitessen, komm, essen, komm. Das war echt sehr schön, schöner. Sowieso da, die haben voller Respekt und ja, trotz allem, ich war sehr jung, also. Ja. Und die waren alle so älter als ich. Viel. Weil ich war einer von den Jüngsten. Bis auf die Kinder. Weil Kinder waren auch mit dem Auto. Aha. Ja, war eine irakische Familie, war Sudanese, also viele waren. So nicht nur alle mit dem Ziel? Ziel Libyen. Ne? Weil manche, die arbeiten dort, manche, die wollen weiter. Ja? Also es ist. Aber das Ziel war Tripoli. Und dann nachher ging es woanders. Okay. Und dann geht es weiter. Sieht dann ein Jahr in Libyen, habe ich verbracht. Ich habe viel gearbeitet und so und dann von Libyen nach. Ja, vielleicht nach Tunis und ja, nach Ungarn. Das kommt dann im zweiten Teil. Irgendwann. Okay. Ja. Ja. Danke. Klar. Ja. Schön.